Das ist überhaupt kein Problem, dass wir zu spät anfangen, weil ich überziehe auch wahrscheinlich. Nur, dass ihr es gehört habt. Genau, ich möchte ein bisschen über nicht näher genanntes Nachrichtenportal reden. Wer es immer noch nicht hat, HLive. HLive ist cool. Warum rede ich über HLive? Vor knapp einem Jahr habe ich mir so den Entschluss gefasst, ich möchte mal umziehen. Und ich bin nach Lübeck gezogen. Und ja, wenn man in eine neue Stadt zieht, man muss Anschluss finden, man muss ein bisschen rausfinden, was in der Stadt so los ist und man guckt ein bisschen, was so lokalen News sind. Und natürlich landet man bei HLive, weil alles andere hat so eine Paywall, vor allem teilweise im Wetterbericht. Ist ein bisschen langweilig, entsprechend natürlich HLive. Ne, man will ja ein bisschen was mitkriegen. Ja, was jetzt HLive? Für die, die nicht aus Lübeck sind, gibt ja auch oder aus Hamburg zum Beispiel hier. Das ist so die Seite, ein bisschen überfrachtet mit Werbung. Ihr müsst das jetzt nicht lesen können, geht nur darum, ein Bild zu haben. Ja, wer, was, warum HLive? Wenn man sich die Seite anguckt, das ist jetzt die Variante, ich mache mal den größten Screenshot, den ich machen kann von der Startseite. Das ist nicht die komplette Seite, fehlt noch ein Stück. Dann findet man raus, das ist so 2004 gestartet als Projekt von so freien Journalistinnen. Und denen geht es darum, Austausch zu machen. Die Seite sieht aus, als wenn sie nur Pressemitteilungen raushaut, aber denen geht es um Austausch. Und kostenlos, kostenlos super, weil Paywall doof. Entsprechend super für mich und die haben tatsächlich mehrere Millionen Leser im Monat. Zumindest eigene Angaben, keine Ahnung, wie die berechnen. Ich wüsste das sehr gerne, wenn jemand da ist, sprecht nachher mal mit mir. Ich habe schon gesagt, das ist nicht die komplette Seite. Da fehlt das hier. Und das ist nicht alles, da fehlen noch vier Reihen Werbung. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, Screenshots zu machen. Ja, da ist so ein bisschen Werbung auf HLive, weil die müssen sich irgendwie finanzieren. Und das ist voll okay. Also fast. Gucken wir uns nochmal die Werbung genauer an. Alles, was hier so gelb markiert ist, ist Werbung. Okay, spannend. Alles, was hier so lila markiert ist, ist Werbung, die direkt von HLive kommt. Da schreiben die selber, Werbung pro Monat bei uns geht so ab 800 Euro los. Prima Sache. Gibt aber auch Google-Anzeigen hier drüben. Der braune Teil. Da kann man schon für ein bisschen weniger Geld auf HLive erscheinen, wenn man da Lust drauf hat. Ein bisschen ausprobieren, schreiben sie auf ihrer Seite. Ganz, ganz prima. Und der Kram, den ihr am Anfang gesehen habt, dieser seltsame Mist, der unten kam, das ist auch unter jedem Artikel, das sind sogenannte Outbrain-Empfehlungen. Outbrain ist the leading recommendation platform for the open web. Empfehlungen. Alles, was hier orange ist, ist Werbung, nicht Empfehlung. Und alles andere sind tatsächlich Links zu Artikeln, die auf HLive sind. Das sind dann Empfehlungen, meiner Meinung nach. Und alles, was hier so orange ist, ist das da. Sowas. Ich bin nicht über 45 Jahre, das heißt, ich muss dieses Spiel nicht spielen. Das finde ich gut. Und alle anderen, macht, was ihr wollt. Genau. Wenn die Geld annehmen, super Sache. Aber Werbung im Internet, war da nicht was mit Cookies? Ja, HLive setzt Cookies. Zumindest, wenn ihr diesen lustigen blauen Werbebanner hier, Cookie-Banner, wenn ihr da auf Ja drückt. Hier kann man prima auf Ja drücken, dann kriegt man Cookies. Und die werden auch gesetzt. Was könnt ihr nicht machen? Es gibt kein Nein. Aber die Cookies werden erst gesetzt, wenn ihr Ja drückt, immerhin. Das ist gut. Und man kann ja auch auf dieses Impressum-Datenschutzseite gehen. Kann man ja, man hat ja die Wahl und da gibt es ein Nein. Und der löscht auch die Cookies. Finde ich super. Und was passiert, wenn man Nein drückt? Jemand eine Vermutung? Da ist der Cookie-Banner wieder da. Und der bleibt auf jeder Seite, solange er nicht Ja drückt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht probiert, aber es ist lustig. Um Malte aus dem Chaotikum zu zitieren, das Tragische ist, andere Seiten sind nicht weniger kaputt, die sind nur schöner. Das fand ich so richtig, das passt. Okay, ihr seid nicht wegen irgendwelchen Cookie-Banners hier. Ihr seid hier, weil Text, cool,
Ihr seid wegen den Kommentaren hier. Wegen anonymen Kommentaren. Ihr wollt dringend wissen, dass Martin am 16.10. schrieb, mit Klimaterroristen redet man nicht. Einsperren und Schlüssel wegwerfen. Was man so schreibt, wenn man Langeweile hat. Oder der hier? Schüttet Lübeck einfach zu. Hier lebt man wie in einem Kriegsgebiet. André hat einen richtig guten Tag. Merkt euch den noch für später. Gleicher Artikel. Der hier. Jetzt könnt ihr euch überlegen, welcher Artikel könnte irgendwelche Menschen dazu bringen, diese beiden Kommentare zu verfassen. Die Auflösung folgt. Später. Ihr müsst ja irgendwie dranbleiben. Genau, wie kriegt man jetzt Kommentare rein? Ne? Man hat dieses wunderschöne kleine Feld hier und da gibt es so einen Link. Der sieht nicht aus wie ein Link, aber es ist einer. Soweit. Text kommentieren. Cool, cool. Und hier sieht man auch, wie die URL aufgebaut ist. Da ist so eine schöne ID, die ist numerisch. Das ist super toll für später. Genau, und dann kommt hier dieses wunderschöne Formular. Da kann man einen Namen angeben, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Den Teil, meine Ernst, die behalten sich vor, Texte zu kürzen. Und so Klammern, drei Punkte dazwischen, wenn ihr Kommentare die findet. Und die veröffentlichen auch Dinge nicht, wenn die denen nicht passen. Das finde ich gut, dass die moderieren. Alles, was ihr gelesen habt, ist durch die Moderation durchgekommen. Das behalten wir im Hinterkopf. Und dann gibt es dieses tolle Feld. Und zwar, die E-Mail-Adresse darf beim Kommentar veröffentlicht werden. Das ist der einzige Weg, wie ihr verifizieren könnt, dass ihr seid. Dass diese E-Mail-Adresse benutzt wird, um zu bestätigen, dass der Artikel, dass der Kommentar quasi veröffentlicht wird. Das ist der einzige Weg, zu verifizieren, dass ihr seid. Auch mal im Hinterkopf behalten. Cool. Jetzt ist H-Live kommentieren lustig. Warum ist es lustig? Ja, wegen dem Inhalt. Schon klar. Aber es gibt noch Dinge, die es ein bisschen besonders macht. Jemand eine Idee, was ich meinen könnte. Brüllt einfach rein. Ja, geht. Aber meine ich nicht. Das ist auch super. Die Kommentare haben keine. Die Artikel aber. Das ist wieder Inhalt. Ich meine was anderes. HR Live löscht Dinge. Irgendwann. Irgendwann wandern Artikel in ein Archiv und dann kommen die Kommentare weg. Ein bisschen langweilig, wenn man so Dinge für die Zukunft aufbewahren möchte. Aber die haben Öffnungszeiten. Das finde ich viel geiler. Nicht so krasse Öffnungszeiten wie der ADFC. Aber dennoch, die Kommentare haben Öffnungszeiten. Sorry. man kann am Wochenende nicht auf HR Live kommentieren. Ist das irgendwie mal aufgefallen? Aber das kann ja kein Hindernis sein. Das will man ja trotzdem machen können. Und man kann sich ja dieses Formular nehmen. Dann guckt man sich das HTML an, was unter diesem Formular steckt. Dann guckt man sich ein bisschen an, was hier so versendet wird. Die nicht-technischen Leute, wir haben es gleich geschafft. Und dann baut man sich so einen HTTP-Request, so einen Post-Request. Und dann kann man Dinge senden. Ein bisschen nervig ist diese S-Nummer, die hier jedes Mal neu generiert wird. Da kann man auch drum rumkommen, wenn es sein muss. Oder wir machen was Einfacheres. Unser Ziel ist das Formular. Jetzt ist es so, HR Live versteckt diese Kommentarfunktion folgendermaßen. Freitag, 23.59 Uhr, sieht das so aus. Eine Minute später sieht das so aus. Wer es nicht gesehen, ich mach's nochmal. So, so. Die Seite ist immer noch da. Der Link ist weg. Aber ich kann natürlich immer noch das Ding hier benutzen und irgendeine ID hinten dranhängen und dann komme ich da drauf. Entsprechend viel Spaß beim Kommentieren am Wochenende. Ich bin nicht der Erste, der drauf gekommen ist. Es gibt tatsächlich 2, 3 Kommentare vom Wochenende. Aber wahrscheinlich Zufall. Aber es hält die meisten ab. Das ist das Lustige. Das bisschen hält die Leute ab, davon zu kommentieren. Das dazu. Genau. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht, außer mir diese Seite angeguckt und ein bisschen Spaß gehabt? Ich habe Spaß gehabt. Kennt irgendjemand diesen wunderbaren Vortrag? Ja, sehr gut, sehr gut.
Der David Kriesel hat 2016 diesen Vortrag gehalten, indem er sich Spiegel Online mal angeguckt hat. Der hat schon ein bisschen Sachen runtergeladen auf Spiegel Online, und zwar komplett Spiegel Online, alle paar Minuten. Und hat dann Datenauswertung drüber gemacht. Und ich bin nicht David Kriesel, es tut mir sehr leid. Aber ein bisschen was in die Richtung kann ich auch. Und effektiv habe ich das gemacht. Ich habe die Seite genommen, einmal am Tag. Also ich habe jetzt keine Änderungen in Artikeln und so ein Krempel. Gibt auch kaum welche. Habe die gespeichert, in eine Datenbank geworfen. Bin eh so ein Datenbankmensch, das passt schon ganz gut. Und habe dann darauf ein paar Analysen gefahren, ein bisschen was versucht zu lernen über die Leute und über die Struktur und so weiter. Genau, alles, was man so von außen lernen kann. Darf ich das? Ja, guckt man natürlich in die AGBs, ne? Wer macht das nicht als erstes? Und die sagen nicht nein, also die sagen eigentlich gar nichts. Aber ich habe mir die angeguckt und ja, Hinweise, bla bla bla. Bin dann über den Satz gestolpert, weil seit einem Jahr kein Login mehr in den Flohmarkt erfolgte. Das ist HL-Live, das ist online. Da dachte ich mir, verrückt, verrückt, verrückt. Saß ich gerade im Chaotikum und dann meinte Malte zu mir, AGBs, die werden kopiert. Da dachte ich mir, okay. Es gibt tatsächlich eine flohmarkt.hl-Live-Domain. Die ist leider im Wartungsmodus. Schade. Was machen wir denn da? Kennt irgendjemand die Wayback-Machine vom Internet-Archive? Die kommt so regelmäßig auf so Webseiten vorbei und nimmt die einfach mal mit und speichert die so ab. Und die war zufällig 2016, als diese Seite existierte, auch mal da. Ganz spannend, da gab es einen kleinen Flohmarkt. Suchen, finden, eBay-Kleinanzeigen und so, quasi. Und da kann man jetzt noch quasi rausfinden, wann die letzte bezahlbare Wohnung in St. Lorenz Nord zur Verfügung stand. Für 290 Euro pro Monat. Ich finde auch den achtarmigen für fast geschenkt 50 Euro wunderbar. Ich glaube, ich habe es verpasst. Die Telefonnummern habe ich verpixelt, also habe ich ausgegraut. Die stehen da immer noch. Schreibt keinen Scheiß ins Internet, Kinder. Das bleibt da im Zweifel. Nicht gut. Okay, das war jetzt nicht mein Ziel, aber es musste sein. Was habe ich eigentlich gemacht? Das da. Genau das da. Technischer Hintergrund. Ich, wie gesagt, Datenbankmensch, habe mir so ein kleines Cypher-Skript geschrieben, habe Neo4j benutzt, um das Ganze zu speichern, habe eine Library benutzt, die zufällig mir eine Funktion gibt, mit der ich HTML laden kann. Ich gebe der ganzen Sache einfach eine URL, sag so, welche Sachen von dieser URL, von der Website ich mir ziehen soll und kann dann Dinge damit machen. Cool. Und dann baue ich mir einen Graphen, Knoten, Kanten und ich schreibe irgendwie Dinge da dran. Zum Beispiel der Artikel hat halt eine ID zum Beispiel oder der Comment hat logischerweise einen Text. Und dann baue ich mir das Ding hier quasi in groß. Das ist so die Hälfte des Graphen ungefähr. Die Farben passen nicht zu den anderen, aber ist total wurscht, weil ihr könnt eh nichts lesen. Das sind jetzt ungefähr 16.000 Knoten. Insgesamt habe ich 30.000 gehabt und 62.000 Verbindungen dazwischen und hängt alles irgendwie miteinander zusammen, ist irgendwie interessant. Cool, jetzt kann ich Dinge darauf machen. Bevor ich das mache, erzähle ich euch, wie toll es ist, HL-Live regelmäßig runterzuladen mit dem gleichen Skript, weil die IDs sind ja aufsteigend, Zahlen, wie kann ja nicht schwer sein. Denkt man, wenn man so Zahlenstrahl sieht. Sieht aber eher so aus, funktioniert so. Kommen regelmäßig Fehler rein, die vorher nicht da waren. Manche Sachen werden zu Fehlern, die vorher funktioniert haben. Da werden dann Artikel an- und ausgeschaltet, quasi, vermute ich. Aber im Prinzip zähle ich die einfach hoch und kann die dann runterladen jedes Mal. Super Sache. Und wenn ich die jetzt mal nach dem Veröffentlichungsdatum sortiere, dann müsste ja die höchste Zahl oben stehen. Wenn ich das mache, kann ich in der Zeit reisen, und zwar in die Zukunft. Ich kann euch sagen, dass am 30.11. ein Adventskonzert angekündigt wird. Werden wird.
Und dass Cavewoman nach Lübeck zurückkehrt, sehe ich seit 3 Monaten. Das ist nicht mal ein gutes Stück. Zumindest damals in Berlin vor über 10 Jahren. Das ist die eine Sache, die ist lustig. Aber mit Zeit hat es HLive eh nicht so richtig. Also es gab diesen schönen Artikel, ihr müsst, wie gesagt, den Inhalt nicht sehen, lesen unbedingt. Aber der wurde geschrieben, hier unten sieht man es, um 10.65 Uhr. War ich total happy, dass die mein Skript kaputt gemacht haben. Cool, cool. Aber HLive kann noch mehr. HLive kann auch Artikel schreiben am 31. September. Wieder mein Skript kaputt, danke. Dazu ist der passende Artikel übrigens. Fand ich gut. Habe ich gelernt, meine Datenbank hat im Prinzip mehr Datenschema als deren. Cool. Naja, nun ist es drum. Lasst uns über Artikel reden. Insgesamt in dem Zeitraum, den ich jetzt hier habe, ich kann ungefähr, also man kann so 3 Jahre in die Vergangenheit gehen. Das sind dann alles Archivartikel, wo keine Kommentare mit dranhängen. Aber ich kann oder ich konnte bis zum 30.08.2020 zurückgehen und bis zum 30.11., also in die Zukunft. Die Wirklichkeit ist halt irgendwie, das waren das 95 Tage, also die letzten 3 Monate grob, wie ich das gemacht habe. Und konnte ich ein bisschen gucken, wie viel so pro Tag hier gepostet wird. Das ist ganz interessant, aber pff. Worum geht es in so HLive-Artikeln? Naja, um Lübeck. Das ist die Erkenntnis des Abends. Nein, natürlich nicht. Aber zumindest passt der Name. Ne? Und jetzt kann man noch ein bisschen gucken, welche Stadtteile von Lübeck die Artikel so interessant sind. Und die meisten Sachen interessiert komplett Lübeck. Hat jemand eine Vermutung, was so die wenigsten Artikel bekommt? Welcher Stadtteil von Lübeck? 100 Punkte. Stutthof ist irgendwie wo geografisch und in HLive ein bisschen abgesetzt. Naja, gut, dann habe ich mir mal, die Autorinnen angesehen. Die allermeisten sind so Redaktion. Redaktion ist so meistens so ein Zweitautor, das heißt, der hängt zusammen mit irgendjemandem anders. Redaktion und, keine Ahnung, die FDP-Fraktion. Dann haben die wahrscheinlich irgendwelche Rechtschreibfehler korrigiert oder so. Cool, die ignorieren wir weg. Das sind keine Artikel, meistens. Veranstalter gibt es, es gibt auch Veranstaltler. Ich habe die Daten nicht bereinigt, ich habe die einfach genommen, wie sie da waren. Hier sind nur so ein paar Beispiele, aber die aller, also dann geht es weiter mit VG. VG ist tatsächlich ein Autor, also das sind schon mal echte, komplette Artikel von HLive, richtiger Journalismus. Und wenn man die alle aufsummiert, was ich versucht habe, ich kenne die alle nicht, die da arbeiten, aber so ein paar sind öffentlich genannt und bla und blub, mindestens grob 11% eigene Artikel auf HLive. Nicht nur Pressemitteilung, hat mich überrascht. Da wird kräftig genickt. Sehr gut. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber habe ich für mich was gelernt? Cool. Dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt diesen einen Vortrag von Linus mit dieser großartigen Formel. Ich habe einfach mal versucht zu schätzen, so den Informationsgehalt von Dingen, von einem Artikel, von Kommentaren später. Die Formel ist Mist. Aber zum Spaß habe ich es natürlich gemacht. Also ich nehme den Beitrag, Kommentar, Artikel, was auch immer, komprimiere den, nehme die Länge davon und teile durch die Länge des Beitrags vorher. Und der gehaltvollste, also laut dieser Formel, gehaltvollste Artikel ist langweilig. Der inhaltsloseste Artikel. Im Prinzip, du löscht gar nichts, du komprimierst, wie du ein ZIP-Archiv quasi am Rechner komprimierst. Das heißt, Sachen, die redundant sind, werden zusammengepackt durch einen Algorithmus. Bisschen komplizierter als das, aber ja, stell es dir so vor erstmal. Genau, und dann habe ich den inhaltslosesten Artikel gefunden. Der inhaltsloseste Artikel, der regelmäßig erscheint über die Jahre,
Nun, Wissenschaft, nicht ich, Wissenschaft. Genau, okay, lass uns über die Kommentare reden, ne? Kommentare sind cool. Ich habe jetzt insgesamt 4200 grob Kommentare in dem Zeitraum gefunden, bla bla bla, so viele Kommentare pro Tag, bla bla bla. Kommentatorinnen, warum ich da gender, weiß ich auch nicht, sind wahrscheinlich trotzdem nur Männer. Ungefähr 1114, Namen kommen doppelt vor, Namen schreiben sich mal anders, bla. Davon nutzen nur so 5,1% ihre E-Mail-Adresse zum Verifizieren, dass sie sie sind. Und selbst dann schreiben die nicht viel. Also 0,76% der Kommentare der letzten 3 Monate. Man kann also sagen, H-Live, alles anonyme Kommentare, das funktioniert schon. Und wenn Kommentare an einem Artikel sind, sind es meistens 7,2 bla. Wenn. Okay, aber spannend ist eigentlich eher, wie lange sind die überhaupt offen? Weil bei H-Live kann man kommentieren, aber nicht also man wird nicht zwangsläufig freigeschaltet. Das ist, wenn man irgendwas Gutes kommentiert oder irgendwas, was jetzt nicht gerade Alice Weidel anhimmelt, gibt es irgendeinen Moment, da wird er einfach nicht mehr freigeschaltet. Und das kann man sich mal angucken, indem man einfach guckt, wann wurde der Artikel veröffentlicht und was ist so der letzte Kommentar, der noch durchgekommen ist quasi. Und da gibt es ein Minimum, 83 Minuten, das ist ein bisschen sportlich, und so ein Maximum von 8,7 Tagen. Wochenende mit eingerechnet, wo man nicht kommentieren kann. Aber wo auch nichts freigeschaltet wird vermutlich oder wenig. Das heißt, Rückschluss, wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, bleibt mal ungefähr hier so, 1,5 Tage, habt ihr Zeit. Danach ist die sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durchkommt, wenn ihr mal dringend irgendwas kommentieren wollt. Genau. Okay. Was sind die Artikel mit den meisten Kommentaren? Ich nehme Vorschläge an. Bitte? Konkret. Gerne irgendwas Konkretes. Und Sachen, wo sich Leute streiten können. Ne? Ja, war in den letzten 3 Monaten nicht. Grüne. Noch irgendwas? Alles, was die Grünen selber einstellen. Interessant. Spannend. Ja? Die Richtungen gefallen mir. Nummer 8. Der Mühlentorteller wird einspurig. Verkehr. Verkehr geht immer. Busse bekommen 10-Minuten-Takt. Da ist so ganz viel Mimimi drin, von wegen, warum nicht meine Linie? Nachvollziehbar, aber Mimimi. Nummer 6. Gendern. Weil, ich meine, das wurde geschrieben, damit die Leute sich ärgern oder kommentieren. Nummer 5, Falschparker zur Ordnung rufen. Das geht so nicht. Nummer 4, wer hat Fridays gesagt? Oder der Anschlag ist fast, aber Klima, mögen die Leute nicht, streiten sie sich gerne. Nummer 3, Baustellen in Lübeck. Der war nicht schön. Nummer 2, Dr. Axel Flassbart will erster grüner Bürgermeister Lübecks werden. Aber du bist nicht auf Platz 1, Axel. Tut mir leid. Letzte Woche, oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr, ist noch was an dir vorbeigezogen. Und es ist auch der Artikel, wo die Kommentare vom Anfang her sind. Und zwar, die U-Brücke bleibt mindestens 2 Jahre. Erinnerung, Zaun rumziehen und egal. Das bringt die Leute in Wallung hier, okay. Cool. Das muss weitergehen, das Spiel ist super. Was sind so die gehaltvollsten Kommentare anhand der Formel, die ich vorhin gezeigt habe? Die sind nicht lang. Hat jemand eine Vermutung? Wäre nicht schlecht. Aber ist zu lang. Einzelne Worte wie lachhaft oder Vollidioten. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das freigeschaltet werden würde. Müsste man mal probieren. Platz 3. Hässlich. Ich sage ja, die sind kurz. Platz 2. Hä?
Und Platz 1 kann ich mir einfach anschließen. Ich weiß nicht mal den Kontext, ich habe den noch nie nachgeguckt, falls sie irgendwie anderen rechtsradikalen Scheiß gepostet haben, aber ja, okay. Das habt ihr quasi als Kommentar, okay, okay. Da muss man eine E-Mail für extra beantworten, ne? Bisschen Aufwand muss man sich dafür machen, okay. Okay, cool. Wer schreibt eigentlich Kommentare? Also ihr könntet ja theoretisch für jeden Kommentar einen eigenen Namen wählen, aber es gibt ja offensichtlich da Charaktere, die da öfter auftreten. Das sind die mit den meisten Kommentaren. Gibt es natürlich noch mehr, aber manche Leute erkennen schon Leute wieder, vermute ich. H-Live schreibt selber, Meinungsäußerungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie mit ihrem vollständigen Namen dazu stehen. Besonders in politischen Themen werden Beiträge ohne nachvollziehbaren Absender gelöscht. Normal. Ja, okay. Nehmen die jetzt nicht so ernst, ist okay. Ich habe noch mal sowas. Was sind die besten Namen? Also beste heißt, ich habe es ja ausgesucht. Die Sachen, die ich lustig finde. Auf Platz Nummer 8. Angebranntes Duschgel. Nummer 7. Der volllaufender Keller. Platz Nummer 6 kandidiert, glaube ich, für die Bürgermeisterwahl, für die CDU. Platz Nummer 5, Return of the Grünen Bashing Man. Och, Klassiker. Platz Nummer 4. Ja, nee, ich auch nicht. Also, haben Leute geschrieben, fand ich lustig. Platz Nummer 3, Lala Lastenrad. Ich sehe da einen Kinderreim. Platz Nummer 2, Doktor der Wünschelrutenkunst. Oh, schöner Name. Und auf Platz Nummer 1, der Bruder einer Schwester eines Freundes. Soll ich das nochmal mit dem echten Namen kommentieren, vorlesen? Das ging alles so durch. Cool, dann habe ich mir mal angesehen, was für Leute so miteinander kommentieren. Ihr müsst das nicht lesen können, zwangsläufig, ist viel zu klein. Die Richtung der Pfeile ist auch komplett egal. Das sind alles Namen von Kommentatoren, die mindestens, wenn da so ein Pfeil dazwischen ist, 15 Mal in Artikeln zusammen irgendwie vorkamen. Und die sind eingefärbt so nach so Leute, also so Cluster, ne? So Gruppen, die eher so zusammen vorkommen. Und man sieht hier, es gibt erstmal keine Gruppe, die außerhalb steht. Jetzt sehe ich kein Bot-Netzwerk erstmal, das ist schon mal gut. Aber warum auch? Ist H-Live. Man sieht hier so ein bisschen, die beiden hier haben so ihr eigenes Ding, die kommentieren auch mit anderen, aber primär so alleine. Voll okay. Und man sieht halt diese Power-User hier, Oliver und Lisa Martin. Cool, macht mal. Und dann bin ich über den Dissidenten gestolpert. Ja, das tut mir leid, dass ich das zeigen muss, aber ich will euch einen Eindruck geben, was das für ein Mensch ist. Oder zumindest, was er so in seine Tastatur kotzt. Sowas wie, es muss viel schneller der Befehl Knüppel freigegeben werden. Ne? Früher war mehr Gewalt. Und überhaupt, Fahrradfahrer sollen absitzen und Fußweg schieben. Fertig, basta. Nun, ich stimme mit dem Menschen nicht überein. Im Zweifel, ich weiß nicht, wer er ist. Hoffentlich ist er nicht hier. Jetzt wisst ihr, warum hier nicht mein Originalname steht. Im Zweifel, ich werte das jetzt aus. Ihr kennt ihn jetzt, aber lasst ihn trotzdem in Ruhe. Ihr könnt gerne kommentieren, was er schreibt, aber egal. Und eines Tages begab es sich, dass der Dissident was ganz, ganz Komisches gepostet hat. Der hat da zu diesem 3-Monate-Stillstand in Lübeck-Kommentar gepostet. Irgendwie, sorry, konnte gerade gar nichts Konstruktives beitragen. Tut mir leid. Und dann ist was noch Seltsameres passiert. Dann hat der Dissident nochmal gepostet, hat das zitiert. Und verlangt von LN, nicht H-Live, die Löschung. Denn es handelt sich um Identitätsdiebstahl.
Identitätsdiebstahl ist kein Witz, Jim. Das ist seltsam. Das ist echt seltsam. Wir behalten das im Hinterkopf. Denn in dem Moment, also bevor ich dazu komme, jetzt stellt man sich die Frage, wie kann denn das passieren? Ne? Wie kann denn das passieren? Ich meine, wie kann denn das passieren? Also ich habe wirklich gar keine Idee, wie das passiert sein könnte. Und ja, hätte er mal seine E-Mail veröffentlicht, tatsächlich hat er das ab dem Moment gemacht. Es ward geboren, der einzig wahre Dissident. Und der postet ab jetzt. Der Unterschied, wir kennen jetzt alle seine E-Mail-Adresse. Habe ich erwähnt, dass ich den nicht im Raum haben möchte? Weil seine E-Mail-Adresse ist aus der Struktur handfeuerwaffe@emailprovider.com. Nee, danke. Cool. Sagt mir noch ein bisschen mehr, was das für ein Mensch ist. Okay, einen habe ich noch. Es gab da diesen Aufruf zum Klimastreik. Und ja, da hat er wohl eingesehen, dass man da mal hingehen muss. Naja, ist wohl eher so, dass er da kein Fan von war. Aber dass er herausgefunden hat, wer hinter der Aneignung der Identität steckt. Es ist nämlich der Miss... Vielleicht. Die Anzahl der Punkte passt. Aber ich glaube, es war er nicht. Ist meine Vermutung, aber was weiß ich? Was weiß ich, wer das war? Spannend ist auf jeden Fall, also mit einem Abschluss in irgendwas, hier an der Uni, kann man in einer wohlbekannten Partei keine politische Karriere machen. Kann man nicht. Das weiß der. Ich bin spannend, was der weiß. Okay. Spaß beiseite. Was jetzt? Sind Leute von HLive im Raum? Falls ihr das nicht zugeben wollt, sprecht mal nachher mit mir. Ich habe eine Idee für euch, wie ihr weniger sinnlosen Scheiß in den Kommentaren habt. Gibt da Ideen. Okay, und jetzt kommt der bisschen der Teil mit dem Pathos. Ich kenne das Geheule schon. Dieses komische rechte Geheule in den Kommentaren. Das kenne ich schon. Nee, nicht von Facebook. Bin nicht auf Facebook. Aber vermutlich auch. Nee, daher. Das ist alles bekannt. Das hier Pegida, AfD, was auch immer. Ihr habt das große Glück, dass die hier nicht im Landtag sitzen. Wunderbar gewählt. Aber die sitzen in der Bürgerschaft. Und es sind mehr geworden. Und die Kommentare werden sicherlich auch nicht weniger. Die haben ihre kleinen Echokammern. Die sind bestimmt auch auf Facebook und so. Das ist nicht cool. Und das wird im Zweifel mehr. Und dann rennen die halt auch auf die Straße am Ende. Und die dann wieder loszuwerden, klein zu kriegen, es gibt da Landesteile, die haben das nicht mehr hingekriegt. Da gehen die heute noch auf die Straße. Und am Ende muss man da wegziehen, weil es unerträglich wird. Finde ich nicht cool. Macht man nicht, dass das hier auch so wird. Ja, okay, ich bin nicht eure Mutti. Und wenn ich euch jetzt sage, macht das und jenes, macht ihr das eh nicht. Das ist auch voll okay ist. Ja, tut, was ihr wollt. Ihr habt eh bessere Ideen am Ende als ich. Aber wenn ihr mich fragt, was ihr tun solltet oder könntet, lasst rechten Scheiß nicht unwidersprochen stehen. Schreibt eure eigenen Kommentare, wenn ihr groben Scheiß seht. Widersprecht dem einfach. Zeigt denen, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht in der Mehrheit sind. Engagiert euch, wie auch immer. Geht auf Gegendemos, wenn sowas stattfindet, macht das ruhig. Unterstützt Journalismus. Und das kann auch heißen, dass ihr rechten Scheiß nicht unwidersprochen in Kommentaren stehen lasst. Im Zweifel geht wenigstens wählen. Das ist extrem wichtig. Ich bin soweit durch und danke, weil ich wirklich Fan bin, HLive und den Leuten im Chaotikum, die ich zugeschweilt habe für die letzten 3 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Habt ihr Fragen? Erste Frage. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Stellst du den Datensatz offen zur Verfügung irgendwann?
auch drüber nachgedacht. Du musst die Entscheidung nicht heute treffen. Ich denke darüber nach. Ich weiß nicht, ob ich sollte oder darf. Aber natürlich aus archivarischen Gründen ist das durchaus interessant. Naja, vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr spannend und lollig. Also du meintest, dass also irgendwann die Kommentare auch so wegfallen bei den älteren Artikeln. Werden die HLive-Kommentare eigentlich auch im Webarchive archiviert? Ja, aber wahrscheinlich kommen die gar nicht so oft vorbei. Also für den Flohmarkt hatte ich 2-3 Punkte oder so. Ich weiß nicht, wie oft die bei HLive vorbeilaufen, aber die sind dann da auch drin auf jeden Fall, ja. Hast du eigentlich wegen dieser Cookie-Seite schon den Landesdatenschutzbeauftragten mal bemüht? Noch nicht. Again, ich bin eigentlich ja Fan von der Seite, aber ja, das könnte man schöner lösen, auf jeden Fall. Sollte man auch. Ja, ich sage nochmal zu allen Leuten, die HLive öffnen, liest niemals, niemals, niemals die Kommentare. Ich glaube, das hast du jetzt einfach mal unterstrichen, oder? Jein. Das Ding ist, A, machen wir es trotzdem alle, weil es ist halt irgendwie lustig und spannend. Meistens Unsinn, aber hey, Neugier gewinnt halt meistens. Aber wenn sich da irgendwelche Nazis untereinander die Bälle zu werfen, sollte man doch vielleicht irgendjemanden haben, der sagt, ey, nee, einfach nee. Das ist eigentlich so meine Botschaft. Ja, und ansonsten ist es lustig, Kommentare zu lesen, sei mal ehrlich. Du kannst ja vielleicht die nächsten paar Tage mal ein bisschen schauen, ob das jetzt einen Einfluss hat, was du hier gemacht hast. Ich meine, ob du das Ganze jetzt noch 2-3 Tage weiterlaufen lässt oder peng? Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich aufgehört habe per se. Ja. Ich habe nur irgendwann so einen Cut gemacht, weil ich mal die Daten auswerten musste, aber da geht auch noch mehr. Also das ist jetzt grobe Oberfläche zu dem, was ich noch machen kann, aber irgendwann ist mir die Zeit ausgegangen. Dieser Banner jetzt ohne KI ist kein Zufall. Ich wollte da noch Dinge tun. Hast du eigentlich mal die Redaktion angeschrieben und gefragt, ob die das so wissen mit den Kommentaren und so? Ich habe versucht, in den letzten Monaten die mal zu treffen, weil das mündlich wahrscheinlich besser ist, als wenn ich das verschriftliche. Ich war auch auf Events, wo die auch waren. Ich habe die nur nicht gefunden oder erkannt. Bisschen schade. Und dann habe ich es verpennt, eine E-Mail zu schreiben. Von daher noch nicht. Wenn ich noch einen nachsetzen darf, mir ist noch eingefallen, also es gibt ja auch so ein paar Artikel, wo es mir beim Lesen auf HLive aufgefallen, wo die Redaktion schon von vornherein die Kommentarfunktion ausgeschaltet hat. Yep. Das wäre mal interessant, ob comment.php/id=Nummer da auch funktioniert. Meine Vermutung ist, funktioniert. Die würden aber den Kommentar halt nicht freischalten. Ah. Die haben halt immer noch eine Option, tatsächlich. Und man kommt um dieses Freischalten auch nicht drum rum. Da gibt es keinen Weg. Man kann auch fremder Leute Kommentare nicht löschen. Das haben die auch ganz gut gelöst, vermutlich. Nur falls irgendjemand darüber mal nachgedacht hat.